Guten Morgen, Leute. Ich bin schon wieder Startler. Fast Startler. Bin auf dem Weg nach Berlin. Ich bleibe ja diesmal über Ostern in Berlin. Wieder bei meiner Nichte. Und noch bei Freunden. Und ja, na, ich halte euch ja immer auf dem Laufenden. Aber jetzt draußen passiert hier noch was. Und zwar haben die Kinder vorzeitig ihr Ostergeschenk bekommen, weil die ja über Ostern wegfahren. Guckt mal. Das ist das Ostergeschenk. Für alle drei zusammen. Mach es, stopp! Und dann brauche ich immer so eine lange Stange mit dem Ding. Ole. Ja. Nein. Ja. Da. Ja. Ole. Kann der Maris bauen, ne? Da. Ja. Ole. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ole. Ja. Da. Ist ein Schlauch, ne? Für Wasser. Ole. Ja. Ole. Aber kannst du das hier mal halten einmal? Ja, immer die gleichen. Kannst du das einmal halten? Leg's doch hin. Hi. Hi. Ja, so. Wo ist Mares? Ja, war schon richtig, was du da gesagt hast. Naja, jetzt sind sie hier am Bauen. Und dann kommt es so, wa? Ja, ich guck grad. Warum guckt das einen Meter hinten raus? Ja, Papa. Und ich bin am Räumen. Ole? Ja. Mama. Was? Mama. Ja, da steht der Bagger, ne? Der hat Pause jetzt. So, ich gehe mal wieder rein. So sieht's aus. Und ich halte euch natürlich immer auf dem Laufenden. Ist klar. So, Marlenchen und ich haben uns vorgestern haben wir uns sowas Leckeres hier gekauft. Ich habe drei gegessen. Da steht leider nichts mehr so richtig drauf. Sie durfte nur ein, ich habe drei. Ja, aber irgendwie, jetzt und dann, hört mal, ob ihr das hören könnt hier. Hier läuft Radio. Ach, Alexa, Radio aus. Alexa, stopp. Das ist Schokolade. Da sind hauchdünne Schokoladenschichten bei. Und das schmeckt ihr sehr gut. Das wird zu viel hier. Und jetzt. Oh, nochmal. Da kriegt man ja Hunger. Die Marlene hat schon eine ganz rote Nase von der Kälte draußen. Mhm. Obwohl es gar nicht mehr so kalt ist. Na, schmeckt gut? Mhm. Sie kommt gleich. Thank you.
So, jetzt geht's los. Ich bin Startklar. Das ist mein Reisegepäck. Große Tasche, Rechner, kleine Tasche. Tanja kommt auch. Ich nehme noch hier den Computer und ich nehme an, Tanja kann die beiden Taschen da nehmen. Ja. Sie vloggt auch noch. Hallo. Kannst du die beiden Taschen da nehmen? Ich habe auch zwei. So, jetzt gehen wir schon mal raus hier. So. Das Trampolin steht. Die Kinder haben auch schon gespielt. Ja. Heute ist Schlüppersonntag. Heute ist, hat sie nichts weiter zu tun. Heute ist sie ungeschminkt. Ungeschminkt in hautengen Dress. Hautengen Dress? Oh. Jetzt habe ich hier die Kamera verstellt. Upsala. Okay. Sie ist schon fertig. Upsala. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Oh. So. Jetzt geht's los. Oh, jetzt werde ich, schätze mal so, bis zum... Ich habe keine Ahnung. Ich muss auch noch mal gucken. Ich weiß nicht, wann die Hochzeit ist. Wenn die Hochzeit ist, kann ich dich natürlich nur so abholen. 14, 15. Ja, dann müssen wir das irgendwie abstimmen. Ja. Und ja. Weil wenn ich wieder herkomme, 2, 3, 4, 5 Tage später fahre ich auch noch mal nach Köln-Bonn für 2 Tage zu einer Freundin, die hat in Kanada gelebt. Und nachdem ihr Mann verstorben war und kurze Zeit später ihr Sohn verstorben ist, oh, und sie dann ganz alleine da in Kanada war, ist sie dann wieder hier nach Deutschland gezogen und... Schneidest du dich bitte an? Ja, die werde ich dann besuchen fahren. Mit Maggie zusammen, die kennt ihr auch schon. Schneidest du dich bitte an? Okay, ja, ich schneide mich auch gleich an. Schneidest du dich bitte an? Gleich. So, ihr wisst Bescheid. Und weiter geht's. I'm on my way. Yes, I'm on my way. Leute, den jungen Mann hier brauche ich euch ja nicht mehr vorstellen. Peace. Peace, den kennt ihr ja. Und die Emily, die kennt ihr auch. Die beiden haben mich zusammen hier abgeholt. Und vom Zopp, vom Busbahnhof. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach Hause. Mich hat voll die Allergie gegriffen. Ich habe keine Ahnung, was hier schon rumschwirrt, aber es schwirrt auf jeden Fall.
Und ja, ich werde mir gleich erstmal wieder noch eine Allergietablette einpfeifen müssen. Meine Nase juckt, meine Augen tränen. Unglaublich. Ja, lecker Essen erwartet mich. Ich habe schon, die hat schon zwei Bilder geschickt. Mama Mia, da hat mir noch mehr der Magen geknurrt. Na, da bin ich mal gespannt. Wir brauchen sie da hin. Ja. Wieso? Ja, doch, Hunger. Du hast mitgeholfen? Ich hab die riesen Kartoffeln geschält. Aha. Naja, ich weiß, dass es Bratkartoffeln gibt. Ja. Und ich weiß irgendwie Steak in Sahnesoße oder irgendwie so ähnlich. Und dass ich ganz mageres kriege und die anderen nicht. Ja, weil ich esse ja kein Fett, wie ihr wisst. Wir brauchen Fett. Und die Jasmin isst auch kein Fett, oder? Nee, aber naja. Das ist so schön da. Ja? Aber wir brauchen Fett. Aber Fett. Hier, Emily und Sven, die brauchen immer so ein bisschen durchwachsenes Fleisch. Die mögen das gerne. Ha, wir sind da. Und da oben, da steht jemand und wartet. Ich weiß nicht, es ist recht dunkel. Aber ich glaube, ja, so ist besser. Sven hat Fernlicht angemacht. Aber ihr könnt sie jetzt erkennen, richtig? Die Jasmin. Ich aber nicht weiter. Ich bin angekommen. Guckt mal, hier ist schon Ostern eingekehrt. Oh, schön. Und guckt mal hier. Guckt mal da. Ich weiß nicht, warum sie nicht gefilmt werden will heute. Ich sehe aus wie... Und? Meine Mini. Ja. Fühlt sich nicht so? So, Leute. Für heute ist Schluss. Wir haben lecker gegessen. Es war wirklich, boah, saulecker. War richtig gut. Und jetzt baue ich mein Bett auf. Wie ihr wisst, habe ich auch hier so ein Luftbett. Und da bin ich gerade bei, ihr seht das hier. Das wird natürlich viel, viel, viel größer, wenn das dann aufgepustet ist. Und ja, das kann ich ja euch gleich nochmal zeigen. So, ich zeige euch das einfach mal, wie schnell doch so ein Bett fertig sein kann. Ja, macht man nichts weiter. So. Vormittags, weil da muss ich auch nicht die, weiß nicht, ich muss auch gucken, dass wir vielleicht die Woche schon einmal in den Garten gehen. Wir können ja nicht einfach dann in den Garten gehen. Ich muss da erstmal sauber machen. Ein bisschen wenigstens.
Ja, muss ich gucken. Ich sag dir so noch rechtzeitig Bescheid, ob wir Donnerstag oder vormittags treffen oder. Weil ich denke, spätestens ab 3 oder sowas. Also wäre dann schön, wenn die dann vormittags dann schon einkaufen geht. Aber geht ja sowieso eigentlich. Und ich weiß doch auch nicht immer alles. Ich sag, ihr ist wetterabhängig. Mhm. Und ihr fragt schon wieder. Gerade so am Kissen fehlt. So, die hast du auch gewaschen? Nee, die habe ich nicht nochmal gewaschen. Gut. Die war ja frisch gewaschen. Okay. Ja. So. Du hattest sie ja bloß dir dann da hingelegt. So. Tada! Fertig! Aber jetzt, mit meinem Bett, fertig zum Schlafen. Bis morgen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Kanada. Es ist mal wieder Zeit, einen kleinen Gruß rüber zu schicken. Und naja, läuft alles so, wie es sein soll. Eigentlich, wo ich hier bin, das wisst ihr ja. Ja, und da habe ich mir überlegt, Mensch, was kann ich euch sagen? Ja, und da bleibt eigentlich. Ich hab so ein bisschen die Kommentare von den Filmen der guten Oma gelesen, was sie da so macht und treibt in Deutschland im Moment. Da ist mir aufgefallen, dass doch einige Leute ganz erstaunt waren, dass die Oma Auto fährt. Warum eigentlich? Ich weiß schon warum. Das liegt daran, dass ihr sie hier eigentlich nie Auto fahren seht. So gut wie nie. Muss ich immer machen. Der Hintergrund dieser Geschichte ist, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf, aber ich mach's einfach mal. Vielleicht sendet es ja sogar, wer weiß. Ich zeige euch mal, warum das so ist. Augenblick, dazu müssen wir mal rausgehen. Ihr werdet es nicht glauben. So, sind wir hier mal draußen. Und sie könnte das sehr einfach haben und einfach hier in dieses schöne Auto sich setzen und damit durch die Gegend fahren. Aber das mag sie nicht. Warum nicht? Weil sie viel lieber ihr eigenes Verkehrsmittel benutzt. Das hier. Das ist hier ihr Parkplatz. Den macht hier auch keiner streitig. In manchen anderen Stellen im Ort sieht das anders aus, aber das zeige ich euch noch. Ja, das hat er dann jetzt mit Sicherheit nicht für möglich gehalten. Das ist Omas Gebiet. Ja. Das macht sie schon eine ganze Weile und sie macht das auch ganz gut. Das klappt eigentlich hervorragend. Also ich meine, wir haben es nicht gefilmt, weil vielleicht ist ihr das peinlich. Vielleicht hat sie es euch deswegen noch nicht gesagt und gezeigt. Aber ich denke mir, muss es doch nicht sein. Gibt doch viele, die das machen. Werde ich euch an aktuellen Beispielen noch erzählen und zeigen. So, jetzt gehe ich wieder rein, weil es ist nämlich kalt hier. Ja, also wie gesagt, das ist also eigentlich ist ein Geheimnis, Herr Oma. Und wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das öffentlich machen will, das weiß ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, film's mal und zeig den Leuten mal, warum sie so selten Auto fährt und was sie so treibt. Was heißt, was sie so treibt, kann ich euch nicht zeigen, weil die Oma mit mir einzufangen, damit, das geht gar nicht. Ja, also da ist es einfacher, an der Stubenfliege mit zwei Fingern zu fliegen, bevor man das am Himmel sehen kann, weil ich habe das nicht zu machen. Die ist einfach zu schnell. Und das mit dem normalen Fluggerät. Wir haben zwischenzeitlich auch mal probiert, ob sie nicht noch, na, so, weißt du schon, was
Naja, so ein bisschen Tuning schadet ja nie. Und da haben wir mal probiert und haben da mal so einen Prototyp für sie entwickelt. Aber das ist nicht so das Wahre geworden. Nicht das Wahre, weil es nimmt Platz in Anspruch. Und naja, ich zeige es euch erstmal und dann werde ich mal versuchen, euch das zu erklären. Augenblick mal. Seht ihr mal. Ne? Das ist das sogenannte Racing-Modell. Ja, das sieht dann so aus. So hier. Also wie ihr seht, das ist jetzt nicht irgendein Tuning-Teil, ja, das ist praktisch High-End. High-End Flugunterstützung. Und weil das nicht ganz ungefährlich ist, gibt es ja auch so einen roten Knopf, da kann man zur Not ruckzuck alles abschalten. Ja, ja. Ja, also wie gesagt, wo bin ich denn? Da bin ich ja. Wie gesagt, also das war nicht so der Erfolg, weil es macht Krach und so weit ist die Technik noch nicht mit Wireless Charging, weil das Ding braucht Strom und ewig mit der Kabeltrommel unten hinterherrennen ist auch nicht so schön. Ja, deswegen haben wir das erstmal wieder gelassen. Mit dem normalen Flugbetrieb kommt es eigentlich ganz gut klar. Also wie gesagt, Leute zum Einkaufen und naja, das hat man so Kleinigkeiten noch gemacht. Ne? Sie ist ja auch nicht alleine unterwegs, das ist der Flugverkehr nimmt praktisch ständig zu in diesem Bereich. Ne? Das werden mir einige Spieler mit da bestätigen können. Okay, ich zeige euch mal, was da so passiert so im Laufe eines Flugtages. So draußen. Bis gleich. So, ich bin jetzt euch mit euch mal rausgegangen hier und euch mal zu zeigen, so ein Parkplatz ist ja, wenn nichts los ist und keine besonderen Einkaufstage sind, eigentlich schön leer. Ne? Trotzdem, wenn die Oma mal unterwegs ist mit ihrem Fluggerät, dann kommt es hin und wieder doch schon mal zu Auseinandersetzungen mit anderen Verkehrsteilnehmern, weil die Oma manchmal halt auch ein bisschen komisch parkt. Ne? Aber sie sagt, ich bin ein Verkehrsteilnehmer wie jeder andere auch. Kann ich nur so parken. Manche Leute natürlich kein Verständnis für. Gerade so an Sonnabend und Sonntagen. Heute in der Woche geht es ja aber so. Ja, ich wollte euch das mal zeigen, ne, dass das nicht alles so einfach ist, wie das man sich vorstellt. Nur ein bisschen fliegen und dann. Nee. Man muss ja auch da. Ja. So, dann schauen wir mal weiter. Ja, und hier mal ein Beispiel. Daran könnt ihr sehen, dass es also ständig zunimmt mit dem Flugverkehr auf diese Art und Weise, sodass ja auch schon Hinweisschilder über die Gefährdung des Ganzen überall zu finden sind. Ja. Ja, was soll ich sagen? Dann sollten wir das mal damit belassen. Den Rest würde ich sagen, wenn ihr da noch nähere Informationen wollt oder Aufklärung benötigt, einfach mal über die Kommentare die Oma selbst anschreiben. Ich kann bestimmt noch einiges dazu erklärenderweise beitragen. So, ansonsten ist der Franky wieder mal im Hotel. Der Truck trägt Safety. Jährlich. Ich bin wieder da, wo der Pool ist. Und der ist auch diesmal relativ gut besucht. Ne? Kennt ihr ja schon alle. War nicht so hochfrequentiert, wie es diesmal der Fall ist. Aber so ist es halt. Mal ist mehr los, mal weniger. Ja. Dann gehe ich wieder ins Zimmer. Und außerdem wird es Zeit, mal was zu essen. So, und zum Abschluss habe ich mir gedacht, werde ich der Oma mal freundlicherweise so ein bisschen schon mal vorab den Film zurechtschneiden. Und da habe ich mir schon mal alles hingelegt, was man da so braucht für. Oh, das wisst ja eigentlich jeder. Ne? Also ich werde jetzt ein bisschen Film schneiden, so vorab. Da könnt ihr natürlich nicht bei zugucken, weil ich brauche den Film. Okay, bis dann.